chart a course, the unstoppable force, pale horse riding in town. Yeah. He set and sail with the object to fail. You can bet I'm gonna break it down. In der letzten Folge trat das männliche Planungskomitee Moskaus zusammen und hat sich die ganze Sache mal ordentlich durch den Schädel gehen lassen. Und heute geht's ab. Viel Spaß und bleibt geil. Ich hasse dich, Didi. So was darf man nie sagen. Was soll denn da passieren? Das ist die Spielleiter-Ehre verbietet ihm jetzt diesen Run problemlos ablaufen zu lassen. Das stimmt. Spielleiter-Ehre. Was hat er? Davon habe ich einfach noch nie gehört. Es gibt nichts Unehrenhafteres als Spielleiter da sein. Derry! Sehr gut. Es ist immer in dem Moment, wo du es direkt drückst, wo ich das sage. Das ist schon nicht schlecht. Ich bin halt am Tippen und du bist halt ein bisschen... Ich frag mich halt immer, warum du so lange brauchst. Das verstehe ich immer nicht. Weil ich die Dinger gleichzeitig benenne. Ja, ich auch. Ich nenne die 238. Dauert halt echt nicht lange. Ja, ich nenne die halt etwas anders. Also, verrückt. Pimmelköpfe 37, Take One, Schnitt 237. Und warum sagst du mir das nie? Dann hätte ich daraus jedes Mal einen Folgentitel gemacht. Nee, ich mache meine eigenen privaten. Pimmelköpfe 237, Take One, Alter. Das ist der perfekte Titel. Ja, den kannst du jetzt auch nicht mehr benutzen. Doch, ich werde genau den benutzen, deswegen habe ich ihn gerade extra nochmal ausgesprochen, damit ich ihn auf der Aufnahme höre. Und da wieder weiß, stimmt. Also, genau. Ihr fahrt zur Spinne Y und deponiert vorher die Drohne in der Nähe des Wagens von Spinne X. Jawohl. Genau. Ihr seid dann bereit... dann quasi im näheren Zeitraum danach zuzuschlagen mit aller Härte des Gesetzes. Also, nur kurze Zwischenfrage. Schnappen wir uns jetzt den Chip von dem Guy, oder? Und gehen nicht zum Chemiker. Möglich. Ich meine, wenn ihr das macht, dann ist es mit natürlich mit dem Lars. Naja, das stimmt, das ist ja dann eh egal. Okay, passt. Juri, ihr seid vor dem Haus in Stellung. Die Sachlage ist genau so, wie sie euch geschildert hatte. Das heißt, es gibt schon eine Kamera und es gibt schon ein Schloss. Und, ja. Geht sogar die Kamera? Ja, das hatte ich ja. Die ist sogar vorhanden und nicht mal ganz beschissen ausgerichtet. Okay. Für die Haustür oder? Nee, erstmal unten Haustür. Na, dann sollte sich jemand so hinstellen, am besten mit dem Rücken zur Kamera, dass die Gesichter verdeckt. Außerdem haben wir doch sowieso, also verdeckt, dass wir da was aufbrechen und wir haben Masken auf, nehme ich an. Latexmasken. Ja, Latexmasken. Ja, genau. Ich warte ja nur drauf, bis irgendjemand ein paar Würfel in die Hand nimmt und sagt, ich mache dieses Schloss auf. Und dabei kichert. Dann geh ja mal los, Jojo. Max-Schloss, normales Schloss. Es gibt nur Max-Schlösser und Versagerschlösser. Jetzt werden wir das nächste Mal sagen, wenn wir an einem Versagerschloss hängen bleiben. Das ist ja okay, aber das müsste ich euch ja eher sagen. Jo, das Schloss eröffnet sich.
Ihr betretet den Hausflur, er ist sauber aufgeräumt und riecht nicht nach Kotze. Mich nicht besonders heimisch. Er riecht nach Pinien. Widerlich. Auf Natur. Zur Tür. Künstliche Natur. Nee, es ist echte Natur, da steht eine Pinie. Ich glaube die nicht. Seid ihr einzutüten. Alles klar. Die haben gut abgefärbt, also ihr geht hoch zu dem Dude. Warum habe ich einen Erfolg, weil wenn ich SR rot eingebe? Das weiß ich Farbe. Nicht, aber weil der alles nach SR, was du schreibst, als 1 nimmt. Glaube ich. Bin ich mir ziemlich sicher, ich habe auch schon mal irgendwas Komisches gehabt. Auf jeden Fall. Ihr brecht auch dieses Schloss. Leise, vorsichtig und voller Dings. Gut, Störsender. Ich dachte gerade, wir sollten auf Farbe Rot schreiben, dann kriegen wir immer 6, aber leider auch nicht immer. Der Störsender wurde activated. Okay. Wir schleichen uns rein in die Wohnung. Das ist jetzt am Tag, ne? Anders geht das ja nicht. Nächstes Abends, ne? Das kommt drauf an, wann die Feierabend haben. Oder die Spinne Feierabend hat. Es ist also abends, früher Abend, ja. Ja, wir wollten es ja nachts dann sozusagen durchziehen, wenn wenig Leute da sind. Naja, ihr müsst euch ja ein bisschen daran halten, wann die Spinnen, ne? Ihr wollt es ja mit bestimmten Spinnen machen, die zu bestimmten Zeiten arbeiten. Das heißt, es passt schon, das ist irgendwie so 20, 30 Uhr, so ein Shit. Sehr gut. Ihr habt ja dann immer noch genügend Spielraum. Dann gucken wir nach, beeilen uns jetzt und gucken nach dem Typen. Okay, also der steht vor seinem Tritt und macht Aerobic. Dann hat er jetzt eine Waffe auf sich gerichtet und kriegt er nicht mehr ein Kinnhaken? Ja, ich gehe halt leise zu ihm hin, wenn er weiter Aerobic macht. Aber wenn er sich umdrehen sollte oder mich sehen sollte, zeigt eine Waffe auf ihn. Oder 3 Waffen. 2 Waffen. Okay, 2. Die macht ich schaue mich in den anderen Räumen um. Er macht erstmal Wahrnehmung in Tischen. Seestuff kann man benutzen. Damn, nur ein Erfolg. Was ist mit dir los? Das ist Wahrnehmung, Daddy. Das geht gar nicht. Ich dachte mir, ich lasse den anderen eine Chance. Also, auch mal zu glänzen. Mit 2 Erfolgen könnte uns das vielleicht sogar gelingen. Xu Jojo, der hat übrigens eine signalverstärkende Antenne. Oh. Wo ist denn die? An der Wand dran geklebt. Okay. Mit einer Schraube geklebt. Die berühmte Klebeschraube. Die berühmte Klebeschraube. Gut, was muss man tun, um seine Antenne... Man muss sie einfach nur kappen, richtig? Die hat Kabel, die muss man einfach nur kappen. Nee, die ist eher eine signalverstärkende Wi-Fi-Antenne. Das heißt, was weiß ich, du machst sie halt irgendwie kaputt. Du schredderst die. Okay. Ich muss nur wissen, was ich jetzt quasi sofort tun muss. Ja, das musst du sofort machen, denn euer Störsender dürfte vielleicht nicht ausreichen. Dann werde ich das jetzt sofort machen, unabhängig davon, was der Typ gerade macht. Das ist mir jetzt gerade egal. Ja, mir ist es auch eingefallen, wie du die kappst. Du nimmst die von der Wand ab und dann legst du die für Karmans Füße und dann tritt er da drauf. Okay. Du kannst auch mit einem Schallgedämpfer Pistole einfach draufschieben. Ich habe gesagt. Okay, der Spielleiter hat recht. Ich habe nie was anderes behauptet. Es ist kaputt. Es ist auf die eine oder andere Art und Weise zerstört worden. Und zwar unmittelbar. Als ob ihr mit einer schallgedämpften Pistole so eine Antenne treffen würdet, ihr Lappen. Mit einem Messer. Wenn wir nah genug reingehen, könnte das gehen. Aber wie gesagt, wenn da Kabel sind, könnte Xu sogar mit seinem Messer das Ding kappen. Da sind ja genau. Aber keine, hab ich doch gesagt, du hässliches Schwein. Aber viel schlimmer ist doch, wie soll ich das denn im Nahkampf treffen? Na, du sagst ja dem Ding fangen und dann fängt es deinen Fuß. Perfekt, die hat gefangen, hat geklappt. Easy, ihr habt es zu treten, der Typ nimmt die Hände hoch. Wow! Komm, Link. Fallen lassen. Nette Begrüßung gewesen. Ja, nimmt es langsam von seinem Gürtel ab und legt es auf den Boden. Er drückt keinen Knopf währenddessen, oder? Nö. Ja. Okay. Dann gehe ich in die anderen Räume.
Er hat eine übel schöne Kuscheltiersammlung. Koalas, Kängurus, ziemlich Australien zentriert. Ansonsten nix. Okay. So, du hast die Ehre, dich jetzt dorthin zu setzen. Er nimmt Platz. Und du hast weiterhin die Ehre, gleich mit uns reden zu dürfen. Solltest du irgendwie schreien oder versuchen, irgendwie anders auf dich aufmerksam zu machen, Leute von außen dann zu informieren. Also, ne? Ab mit dem Kopf halt. Ja. Muss ja nicht direkt so blutig sein. Irgendwer muss das ja wieder wegwischen. Stimmt, Kopfschüsse sind da besser. Nicht wahr? Ist auch blutig. Ja, aber nicht so blutig wie mit dem Kopf. Egal. Bist du der Pigeon-Shaman? Yep. Und das Problem ist, wenn du nicht mit mir redest, hätte ich dich einfach in Flammen aufgehen lassen. Ich hab Stück nichts mit Stück. Den Nazis zu tun, Alter. Das würde so jemand auch sagen. Nein. Warum wir wirklich hier sind. Wir bräuchten ein paar Informationen zu deiner Arbeitsstelle. Wie kommst du darauf, dass der das ist? Ich habe ein hübsches Gesicht. Du hast eine Maske auf. Ja. Kann er doch trotzdem sagen. Ich wollte ihn nur daran erinnern. Während die beschäftigt sind, durchsuche ich sozusagen die Nebenräume. Ja, der hat auf jeden Fall eine Pistole noch da liegen und einen Elektroschlagstock und Panzerung und Arbeitskleidung. Fällt alles mal seitwärts in so eine tolle Tasche, die ich letztes Mal gezeigt habe. Easy. Willst du nicht antworten? Also, seine Haltung. Seine Haltung? Und sein Körperbau. Davon gibt's echt viele. Nee. Doch. Ich hab das ausgewertet damals, die Bilder, weil man natürlich geguckt hat, welcher Magier durch die Gegend fliegt. Ach so. Einen Monat lang. Wir kamen zu keinem Ergebnis. Auch bei der Frau nicht. Das wirst du ja tun. Hä? Bist du bescheuert? Gibt echt gar nicht so viele Frauen in deiner Größe. Stimmt. Naja. Also, du hast es gehört, er lässt sich in Flammen aufgehen, wenn du Scheiße baust. Ja. Ich durchsuche jetzt nach Geheimfächern die Nebenräume. Ich bin beschäftigt. Deine Arbeitsstelle. Du gehst doch bestimmt gerne arbeiten, oder? Jeder geht gerne arbeiten. Ich arbeite gern für meinen Konzern. Ja, du bist Rabotnik-Mitarbeiter, du musst das sagen. Wir haben uns alle lieb im Betrieb. Ihr habt vor kurzem ein Update eures Sicherheitssystems gekriegt. Ich war mit eurem neuen Sicherheitschef zusammen. Jein. Was heißt jein? Oder war es nur eine kleine Verbesserung? Was Wesentlichen ein Update ist. Oder ist es eine Verschlimmbesserung? Erklär uns mal, was du damit meinst. Okay, der fette Vollidiot, den man uns geschickt hat, der hat keine Ahnung, was wir machen. Und wir fanden das Schlosssystem mit der Keycard außen viel zu nervig, gerade für die Leute, die rein und raus müssen. Also haben wir eine Hintertür auf jedem Comlink von den Mitarbeitern installiert. Das System und die Schlösser erkennen, wenn sich so ein Comlink nähert und gehen dann auf. Oh, nice. Der hat nicht mal nachgefragt. Ist auch bei eurem, oder? Also bei deinem, vermutlich. Ja. Hat's einen kompletten Override fürs ganze System? Nein. Lügst du? Tut er nicht. Okay. Ich habe keine Admin-Zugriffe. Ich habe, Gott, wie heißt denn das Zweitbeste? Ich habe Sicherheitszugriff, natürlich. Ah, schön zu wissen.
Dann könnte man Comlink nicht benutzen, wenn da eine andere Spinne vor Ort ist. Das System wird das erkennen, wenn zwei Spinnen da sind. Aber das von jemand anderem, oder? Das kommt ein bisschen drauf an. Worauf? Ob der die entsprechende Sicherheitseinstufung hat, um bestimmte... Nein, es geht nicht. Also jeder, das passiert ja bei jedem, aber wir haben ein paar Mitarbeiter, die kürzlich... Oh, shit. Ja. Verschwunden. Ich kann euch helfen, da reinzukommen, aber... Ja. Du kannst gerne weiterreden. Ich mag so lange Pausen nicht. Ich bin ungeduldig. Was hätte ich davon, wenn ihr mich erschießt? Wir erschießen dich dann eventuell nicht. Das klingt echt nicht vertrauenswürdig. Aber verlockend, oder? Nein. Auch nicht. Na gut, dann nehmen wir einen anderen Sicherheitsruhiger und erschießen dich sofort. Aber das bringt euch ja nicht das, was ihr wollt. Naja, schon, wenn er dasselbe kann. Die anderen beiden haben aber einen eingebauten Vitalmonitor. Weißt du, was auch geht? Wir lassen dich leben und geben dir die Schuld. Oh, das ist noch besser. Okay. Wir kommen ins Geschäft. Mensch, da wird er direkt redselig. Dann? Ah ja, und by the way, versuch nicht, dir irgendwelche Hintertürchen aufzuhalten oder sowas. Ich meine, wir sind jetzt nur zu dritt. Es gibt da noch ein paar mehr, die gerne dafür sorgen, dass, ne? Und viele Sachen lassen sich vorher platzieren. Also? Ja, wenn ich dumm genug bin, einen Datenchip in meinem Auto zu lassen und jemand breche mein Auto ein mit meinen Passwörtern, dann hättet ihr ja die Passwörter. Und das wäre ein massiver Sicherheitsverstoß von mir, nicht wahr? Ja, natürlich wäre das ein Sicherheitsverstoß von dir. Weißt du was? Ich frage mich nur noch, wie du uns garantierst, dass das auch die richtigen Passwörter sind und das nicht irgendwelche Passwörter sind, die dann im Zweifelsfall... Ne? Dann sollte jetzt jemand mein Comlink aufheben und machen, was ich sage, und könnt auf dem Tritt, wenn ihr es reinsteckt, sehen, was passiert. Spielleiter, es gibt... Ah nee, der kommt jetzt nicht raus, egal was jetzt auf seinem Tritt ist. Das ist völlig egal, ne? Ich kann auch hinterher quasi dafür sorgen, dass der Tritt sich nicht merkt, was da abgespielt wurde. Du kannst den Tritt von der Matrix auf jeden Fall vom Kabel trennen. Okay, mach ich. Ja. Und dann folge ich seinen Anweisungen. Jo, er gibt dir jetzt ein Passwort. Dann ich gucke ein bisschen halt deine Schulter. Ja. Siehst du halt, dass es der Login ist? Dann steht da, ihre Schicht hat noch nicht begonnen, möchten sie fortfahren? Ihr könntet jetzt fortfahren, das erregt halt Aufmerksamkeit. So. Aber wenn ihr den Code an fest verdrahteten Sachen wie zum Beispiel Schlössern benutzt, dann fällt es der Spinne höchstwahrscheinlich erst 10 Minuten später auf, vor allen Dingen, weil wir seit einem halben Jahr uns nicht mal die Bohnen interessieren, weil halt kein Richard Dude mehr da ist. Der Typ, der für uns verantwortlich ist, der interessiert sich halt auch nicht. Okay. Wie aktiv seid ihr an den Kameras? Nicht sehr. Die Kameras, die haben eine KI. Worauf die KI macht die? Was? Gott, das, was ich euch gesagt habe, was war anders? Ich glaube, Schusswaffen und Explosionen, genau. Schusswaffen inklusive Geräusche von Schusswaffen, auch schallgedämpft. Nicht auf Messe. Reagiert ihr auch auf Schreie? Nee. Ihr müsst dazu mein Comlink übrigens in die Schlösser reinstecken. Jojo! Ja. Das stimmt übrigens alles, was ihr euch sagt. Okay. Aber. Also ich meine, in jedem Fall hätte der das alles genau wie jetzt gemacht, weil er sich denkt, vielleicht ist das eine Überlebenschance. Das ist mir doch scheißegal, Alter. Ich arbeite zwar gern für meinen Konzern, aber nicht so gerne.
Aber er scheint sich noch weniger Sorge zu machen, dass das jetzt die Produktion des Familienbetriebs seiner Familie Robotnik nachhaltig gestört wird. Oder sonst irgendwas ist. Hä, das habe ich jetzt. Ich habe jetzt nicht verstanden, was du mir damit sagen wolltest. Ihm ist es scheißegal, ob dem Konzern irgendwas passiert. Er geht offenbar nicht davon aus, dass es passiert. Er geht nicht davon aus, dass was passiert? Ihr geht nicht davon aus, dass wenn ihr jetzt in die Anlage reinkommt, das Konsequenzen haben wird für die Menschen darin und die Waren. Okay. Also ich meine, der versucht hier um sein Leben zu verhandeln, ja. Aber das macht er anders ruhig, als man es erwarten würde von einem gut indoktrinierten. Also ist drin, wir kommen vermutlich rein, aber dann kommen wir nicht mehr weiter, weil wir irgendwie ein Das muss ich jetzt in Erfahrung bringen. Jojo guckt ihn an. Irgendwas stimmt nicht, was du mir erzählst. Also ja, du lügst mich nicht an, aber du scheinst dir erstaunlich wenig Sorgen zu machen, was wir da wollen. Also irgendwie scheint dich das nicht zu interessieren, was ich ein bisschen merkwürdig finde. Mein Leben ist mir halt lieber. Ja, aber trotzdem ist da noch irgendwas. Wird die Anlage stillgelegt? Ist sie außer Betrieb? Ist jetzt der letzte Tag? Was ist los? Fresse auf! Das war wohl laut. Ja, das hat wehgetan. Er zuckt zusammen. Das ist übrigens das Gute an so einem Mikrofon, das regelt dich automatisch runter, wenn du rumschreist. Entschuldigung, aber du hast doch gesagt, ich soll mal. Ich lobe dich doch, du hässliche Hure. Also. Er zuckt zusammen. Hey, das Ding ist der größte Honigtopf, den ich je gesehen habe. Was soll das heißen? Inwiefern? Da drin ist nichts. Gar nichts? Wasser. Wir verarbeiten Wasser und setzen Wasser hinzu. Das wissen die Spinnen und der oberste Sicherheitschef, aber bei dem bin ich mir ziemlich sicher, dass er es nicht weiß. Ansonsten denkt jeder, die arbeiten da sinnvoll, aber das ist der größte Honigtopf, den ich jemals gesehen habe. Das ist ein 100-Mann-Honigtopf. Alles klar. Deswegen so wenig Sicherheit. Ja. Was für Sicherheitsdrohnen verwendet ihr eigentlich? Das habe ich noch nicht in Erfahrung gebracht. Das wird mich noch interessieren. Dip, 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 dip. 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 Dip, dip. Dip. Jojo drückt übrigens die Aufnahme auf ihrem Comlink. So, und jetzt erklärst du uns das bitte alles nochmal. Und zwar von Anfang an, von vorne und mit allen Details. Warte mal, ah ja. Warte. Es ist die Moloko Sabatron und die Evo Frackers. Sabatron? Ernsthaft? Hey, wenn du eine Kampfdrohne haben willst, dann ist Sabatron ja wohl das Beste, was du nehmen kannst. Ja. Das klingt doch schon, als wäre Krieg, Junge. So, der erklärt übrigens das alles nochmal. Okay. Aber er wird von dem Begriff nicht abweichen, weil, komm schon. Nee, muss er nicht. Der Begriff Honigtopf ist wunderbar für mich. Ich wollte nur, dass er das quasi nochmal hat und ich das auf Video habe. Denn dann müssen wir da nicht reingehen. Möglicherweise. Das ist absolut albern. Da hat irgendwie... Egal. Okay. Backup-Plan. Ja dann. Wir waren hier. Chef, Backup-Plan oder... Jojo schreibt euch eine Nachricht. Wir müssen da gar nicht mehr rein, wenn das tatsächlich so... Also wir müssen da nicht mehr rein. Das ist albern. Wir können jetzt einfach gehen. Genau. Okay. Ja, geht schon mal kurz vor. Ich will dir noch mal kurz was für den Pigeon Jammel fragen. Okay.
Ach ja, übrigens, Freundchen, wenn du das Maul aufmachst, ne? Meine Zunge ist verknotet, Alter. Okay. Schönes Leben noch. Glück habt. Goldener Honigtopf. Jo. Or better not. Na, es war sein Honigtopf. Naja. Ja. Jojo geht. Ja, ich auch. Gut. Was auch immer Karma da will. Ja, ich drück dem Lars ins Bein und hau ab. Ja, er zittert ein bisschen, fällt dann um und verdreht die Augen. Tust ihn noch in dieser stabile Seitenlage. Ja. Das ist aber nett. Er wäre sonst an seiner Zunge erstickt. Klebst ihm noch die Antenne wieder an die Wand. Die ist ja leider zertreten. Ich guck mich nochmal um. Hat der Kameras hier in dem Raum? Nee, ne? Doch. Oh. Aber sie sind Wi-Fi. Und sie haben keinen Speicher. Ah, okay. Ja, wo ist denn der Speicher in seinem Comlink? Keine Ahnung. Ich hätte die vorher fragen sollen. Stopp. Hat der Home-Node irgendwo einen festen Sitz in diesem Knoten? Sein Home-Node ist es auf jeden Fall nicht, weil das ist dein Modell, was du auch hattest früher, und der scheint nicht dumm genug, das darauf zu haben. Hm. Okay. Hat der einen anderen Kasten, der irgendwie gekühlt aussieht oder so hier rumsteht? Nee. Ärgerlich, hätte ich vielleicht vorher fragen sollen. Jetzt kann er sich nicht mehr umhören. Wenn das Wi-Fi ist, dann sollten die Signale doch auch durch den Störsender gestört sein. Das stimmt. Möglicherweise. Ja. Naja, jetzt ist eher die Frage, lässt ihm sein Comlink da und das Zeug, was ich eingetütet habe? Oder lässt das nach dem Überfall ausstehen? Einfach, dass er ausgenockt wurde oder so? Er kann sich auf jeden Fall nicht erinnern, was er gesagt hat und so weiter. Schwach und gut. Naja, der wird halt jetzt die letzten 8 Stunden vergessen und dann davon ausgehen, er wurde überfallen. Genau. Also nehmt den ganzen Scheiß mit. Seine... Wir sind eh schon draußen, wenn dann kabern das mit. Na Moment, Xu kann ja die Tasche, die er gepackt hat, mitnehmen. Das stimmt. Es geht nur um das Comlink. Ja, genau. Naja, die werden auch wahrscheinlich einen Comlink mitnehmen. Egal, um was es da geht. Ja, das Problem ist ja, er weiß jetzt nicht mehr, dass er uns gesagt hat, dass er nichts sagt. Er hat schon vergessen. Also vergesst das. Ich sag mal so, im schlechtesten Fall findet ihr eine Kameraaufnahme mit Leuten, die ihm das, die ihm angedroht haben, dass sie ihn umbringen und ihm gesagt haben, er soll nichts sagen. Stimmt. Und sieht sich selbst, wie er gesagt hat, dass er nichts sagt. Genau. Ja, genau. Und er kennt den Pigeon Shaman, da kriegt er richtig Angst, denn da geht er in Flammen auf. Mhm. Und dann sieht er, dass wir ihm sein Gedächtnis gelöscht haben und dann hat er absolut Panik. Das stimmt. Lars ist so teuer, da denkt man immer gleich, das sind professionelle Leute. Jo. Aber die Frage bleibt dennoch, nimmst du jetzt deinen scheiß Comlink mit oder nicht? Nein, dann nicht. Okay. Lockst ihn wieder auf. Warum nicht? Wohl doch, ich nehm's mit. Ja, doch, das ist eine gute Idee. Okay. Aber ja, ich hab die Befürchtung, dass es halt dann so, oh, mein Comlink wurde geklaut, wir müssen alles irgendwie ändern in unserem Homelink-Top. Wir müssen doch eh nicht mehr da rein. Ja, sagst du. Ist ein Honigtopf. Ich nehme das Comlink mit. Du gehst damit raus. Yegor. Die Verbindung zu ihren Kameras wurde soeben getrennt. Möchten Sie die letzten Aufnahmen noch einmal durchsehen? Ja, und dann sage ich, alle Aufnahmen löschen. Also, ja, dann löschst du ja aber jetzt die Aufnahmen. Leider konnten die Aufnahmen nicht zwischengespeichert werden, da die Matrix-Verbindung abgerissen ist. Möchten Sie fortfahren? Mhm. Übrigens, das waren die Sekunden, bis du die Antenne zum Mux habt, ne? Ist ja klar. Jo, dann hast du die jetzt gelöscht. Sehr gut. Also du hast ja einen Papierkorb getan. Genau. Hat funktioniert.
Ich bin davon überzeugt, dass das gereicht. Dass das reicht. Kennst dann in den Van. Ich lösche sogar den Papierkorb. Scheiße, wie hab ich ihn gerade genannt? Jegor, ja, ne? Ja. Ja, okay, da kommt auch genug vor. Jegor, Sie müssten eigentlich noch 30 Minuten Aerobic machen. Sind Sie sicher, dass Sie damit nicht fortfahren wollen? Ja, und dann... Papierkorb. Aus dem Papierkorb? Was? Ich dachte, ich hab dich gerade verstanden, dass du so ein Papierkorb haust. Die Aufnahmen. Die Aufnahmen. Also, hey, Leute, es ist spät. Lass mich doch mal in Ruhe jetzt. Schneiden wir raus. Okay. Ja, deaktiviere den Agenten und schalte das GPS-Signal ab. Okay. Du nimmst bitte den Akku raus und... Ja, das macht er halt in dem Auto alles. Das Ding zerlege ich dann auch wieder an seine Bestandteile, wie ich euch kenne. Ja. Okay. Genau das. Wir fahren und währenddessen meint Jojo dann, alles klar, wir sollten jetzt also den großen Boss anrufen und ihn darüber informieren, dass das, naja, nur wo nicht Topf ist. Jojo ruft Jegor an. Oder hinterlässt ihm eine Nachricht, wie auch immer. Sie? Das, wie war denn das geregelt? Wir sollten ihm eine Nachricht hinterlassen, ne? Dieses Mal, ja. Dann hinterlassen wir ihm eine Nachricht. Was sagst du denn? Dass wir wichtige neue Infos haben. Antwort: Irrelevant fortfahren. Schick ihm die Sprachdatei, oder? Dann schickt ihm Jojo die Datei. 20 Minuten später. Irrelevant fortfahren. Okay, dann go, go, go. Dann Zeitplan. Dieses Mal waren da übrigens Ausrufezeichen dahinter. Will der mich verarschen? Ich renne noch nicht in so ein Ding rein, wenn da nichts ist. Ja, wahrscheinlich ist das einfach nur, um den Typen, der da diesen Honigpot aufgesetzt hat, zu diskreditieren. Man kann in seinen Honigpot reinlaufen, ohne dass irgendwas passiert. So ein Honigpot fabriziert dann ja Panik. Vielleicht reicht das ja auch schon. Vielleicht ist es ja in ganz vielen solchen Anstalten so und er will eine Untersuchung. Auch einfach nur ficken. Vielleicht reagiert Wasser mit dem Zeug, was ihr da reintut, ja auch hochexplosiv. Genau. Oder toxisch. Ja, dann reagiert das aber schon hochexplosiv zu dem Zeitpunkt, wo wir es da reinkippen. Ach so, ja, das könnte natürlich sein. Okay, dann... Es gibt nichts, was er damit... Dieses Wasser wird nirgendwo hingeleitet. Das gibt überhaupt keinen Sinn. Entweder es ist was sofort passiert, dann sind wir am Arsch. Oder es ist... Wenn er das wirklich weiß und uns da trotzdem hinschickt, sind wir einfach nur am Arsch, so oder so. Das ergibt keinen Sinn, uns da jetzt noch hinzuschicken. Ich gehe davon aus, dass es zum Chemikalienunfall kommt dadurch. Ja, aber dann passiert das sofort. Und sie es dann investigieren müssen. Gasmasken haben wir schon beiseite gelegt. Ja, aber was ist denn, wenn was ganz anderes damit passiert? Ich renne doch nicht da rein und kipp das da. Was? Wenn wir es nicht machen, sind wir eh tot, also... Ehrlich gesagt, wirkt das auf mich gerade wie eine Selbstmordmission. Ja, dann hätte er gesagt, ja, wir treffen uns, um das zu besprechen, und hätte uns erschossen. Also. Ja, genau. Nee. Nee, hätte es nicht, hätte er nicht. Weil dann wäre es klar, dass er es ist. Wenn wir jetzt da drauf gehen, ist es auch klar, dass er es war. Er weiß ja, dass wir wissen, dass... Ja, aber dann hat er Zeit... Jein, dann... Dann... Ich denke mal, er will was mit dem Honigpott auslösen. Ja, meine Vermutung ist, dass es überall so ist. Und es kommt dann zum Chemieunfall. Und dadurch wird es überall untersucht. Und es stellt sich raus, dass...
dass das in sehr vielen Werken gemacht wird. Und das löst eine Kettenreaktion aus, die Raputnik irgendwie... Nein. Der hat doch kaum irgendwie Kontakte zu Raputnik. Woher weißt du das? Ich weiß es nicht zu 100%, aber das ergibt keinen Sinn. In der jetzigen Situation ergibt das keinen Sinn. Das sind Konkurrenten. Für dich nicht, weil du nicht alle Informationen kennst. Ja, aber pass auf, der Typ ist gerade echt am Arsch. So, der hat ein paar Sachen, um die der sich noch Sorgen machen muss. Das ist Geld und irgendwie seine Leute zusammenzuhalten. So, der hat noch genug Leute, um uns echt Probleme zu machen, davon mal abgesehen. Aber es ergibt keinen Sinn, uns da jetzt reinrennen, in eine offensichtliche Falle reinrennen zu lassen. Richtig, es macht keinen Sinn, dass er das tut. Also warum sollte er es tun? Es sei denn, das bringt ihn weiter. Er tut es. Entweder ist er das nicht, der da ist, und das ist jemand ganz anders, der uns da gerade diese Nachricht geschrieben hat, oder der Typ will uns einfach nur ficken. Ich glaube eher, er bezweckt irgendwas anderes damit und wir sollen die Falle nicht auslösen, sondern einfach nur... Also. Wir sollen was ins Wasser kippen. Weißt du, wir haben eine Chemikalie, die wir ins Wasser kippen sollen. Was soll denn damit passieren? Dieses Wasser geht doch nirgendwo hin. Da passiert nichts. Da wird Wasser mit Wasser vermischt. Das hat der Typ doch gerade erklärt. Wir untersuchen mal die Chemikalie und gucken, was passiert mit dieser Chemikalie und wenn wir die ins Wasser tun. Scheiße, ich muss mich korrigieren. Er hat gesagt, gefärbtes Wasser mit verdicktem Wasser, okay? Das muss ich leider nochmal korrigieren, weil sonst wird es ja jedem auffallen. Okay. Trotzdem passiert damit doch nichts. Das wird doch sofort weggekippt. Das wird dann nicht mal ins Grundwasser geleitet und nix. Was ist jetzt, wenn wir eine Pimpette wirklich entnehmen von dem Zeug und auf Wasser draufträufeln? Irgendwo in einem Randgebiet. Klingt valide. Und wenn es explodiert, also so groß explodieren kann das ja nicht, dann machen wir das nicht. Wenn Gas freigesetzt wird, dann machen wir es. Wir haben Gasmasken, also ja. Nee, nicht wenn es ein Kontaktgas ist. Wir wissen ja nicht, welches Gas es ist. Mit anderen Worten, ihr lasst das eine Drohne draufträufeln. Boah, ihr seid so klug, ja, manchmal. Genau. Und ist jetzt komplett Moskau verseucht, wenn wir das machen. Also, ihr fahrt da raus, nehmt da einen Tropfen aus dem Kanister, dann nehmt ihr ein Glas Wasser, dann lässt die Drohne das reintropfen und dann... Passiert gar nichts. Dann wird das Wasser lila. Okay. Nee, scheiße, es wird nicht lila, weil es sich nicht vermengt. Das wird oben aufschwimmen, das Lila, ne? Okay. Dann... Es passiert also im Wesentlichen gar nichts. Naja, außer, ich sag mal, vielleicht ist es ja so, dass man nicht jede chemische Reaktion mit dem bloßen Auge beobachten kann. Ich mach mal ein Foto und versuch das mal in die Datensuche zu machen. Vielleicht finde ich ja etwas. Ist die Flüssigkeit auch lila? Ja, die Flüssigkeit ist lila. Hatte da einfach noch Kaliumpermanganat reingeschmissen? Fragst du das, die Flüssigkeit? Ja. Okay, das Einzige, was ich mir jetzt noch vorstellen kann, ist, dass das irgendein Zeichen ist für irgendwen. Ja. Irgendein also Signal, um irgendwas sollte für uns passiert. Nicht gefährlich sein. Weiß ich nicht. Es kann auch das Zeichen sein für, ey Leute. Das Wasser färbt sich lila. Los, Attacke, Attacke. Also machen wir es oder nicht? Ja. Okay. Dann, Aber wir reden vorher mit deinem Bruder. Ja. Naja, oder wir zeichnen eine Sprachnachricht auf, die irgendwie auf 11 Uhr... Nein. Ich rede vorher mit meinem Bruder. Und das machen wir privat. Oh, das macht sie privat. Okay. Naja, wir haben jetzt halt sehr wenig Zeit. Ich weiß, aber die 20 Minuten haben wir dann auch noch. Ihr könnt jetzt schon mal alles stimmt. vorbereiten.
wir haben ziemlich viel Zeit gewonnen dadurch, dass wir jetzt so schnell bei dem Typen waren. So. Du bist irgendwo, hast du dich mit Flat getroffen, du hast ihn gebeten, dir entgegenzukommen, weil du einfach eine übelste Bitch bist. So, du triffst dich mit ihm. Hi. Ja. Problem. Großes Problem. Okay. Dass wir ein bisschen was mit Jigor zu tun hatten, habe ich dir ja erzählt. Ja. Gut. Der Typ schickt uns jetzt wo rein. Da, wo der uns reinschickt, haben wir schon rausgekriegt, dass da nichts ist. Das ist irgendwie einfach nur eine verfickte Attrappe von einem scheiß Konzern, um irgendwelche Leute da andingsen zu lassen und dann irgendwie ein scheiß Honigtopf halt. Was anderes ist das nicht. So. Ich bin bislang davon ausgegangen, dass er das überhaupt nicht weiß. Ich habe ihm die Info gegeben. Und er schickt uns trotzdem rein. Und ist denn die Info, dass es ein Honigtopf ist, sicher? Ja. 100%? Ja. Die Tatsache, dass ich dir das gerade erzähle, ist an sich schon ein Problem, aber es gibt genau zwei Szenarien. Das gute Szenario wäre vermutlich, dass es einfach nur irgendeine Art Signal ist oder irgendwas, was weiß ich nicht was, oder er damit eine kleine Machtdemonstration machen will. Das andere Szenario ist, dass er uns damit dann einfach nur instant fickt. Was wollt ihr denn da machen? Eine Chemikalie in einen Tank gießen, in dem Wasser ist, der dann später mit Wasser verarbeitet wird. In diesem Betrieb wird nichts verarbeitet und wir sollen einfach nur eine scheiß Chemikalie rein Dingsen, die irgendwie den ganzen Fick einfach nur lila färbt. Was machen die mit dem Wasser, wenn das verarbeitet ist? Nichts. Aber nehmen wir mal an, das verarbeitete Wasser, um den Schein aufrechtzuerhalten, würde jetzt zum Beispiel weggefahren werden, ne? Hm. Da kippen die ja den Scheiß irgendwo hin. So, wenn da jetzt in der Fuhre irgendeine Chemikalie ist und an der anderen Stelle wartet jemand, der dann dieses Wasser mit der Chemikalie entgegennimmt, dann hat er eine Chemikalie. Mit der man dann zum Beispiel irgendwas machen kann. Vielleicht. Genau. Vielleicht aber auch nicht. Ja, das stimmt nämlich. Also ihr macht das auf jeden Fall. Alles klar. Wo ist denn das? In Pratjevo. War das nicht in Bergovoj? Oh, Entschuldigung, Bergovoj. Fängt beides mit B an. Wir müssen ihm ja nicht das Richtige sagen. So. Hat's er aber. Ist egal, wenn, dann müssen wir das sowieso alleine durchziehen. Alles klar, ich wollte nur, dass du das weißt. Bis dann, wir müssen los. Halt deine Fresse, warte. Nachrichten stündlich. Und wir gucken mal, dass die Joffrino-Leute ein bisschen bereit sind. Zählst du auch Nachrichten stündlich an die? An wen da? Naja, voran. Okay. Wenn nicht, kommen die. Okay. Aber das ist... Ne, warum, wenn er die Gang ficken wollte, dann hätte er uns alle irgendwo hingeschickt. Deswegen wird das einen Sinn haben, in tieferen. Das ist ein gescheiter Kerl. Der ist klüger als du und ich. Und vor allen Dingen weiß er Sachen, die du und ich nicht wissen. Und du hast schon mal falsch erlegen mit ihm. Das wollten wir auch nochmal klarstellen. Ich glaub nicht dran, aber wenn du das sagst, alles klar. Ist so. Okay. Stündlich. Yep. Gut. Dann bis in einer Stunde. So. Ich starte schon mal Operation. Ich schneide jetzt dem sein Auto auf. Sie. Es ist eröffnet. Dann wird die Drohne versteckt, so dass sie nicht gefunden wird. Sie.
Und dann Attacke, Attacke. Jupp. Also, wo stellt denn ihr eure Kiste hin? Links. Dort, wo der Parkplatz von denen ist. Oder mitten auf die Straße. Das war jetzt eigentlich nur einfach irgendwas geraten. Und war einfach soweit es in 2 Minuten bereit schon wäre, auf herzufahren. Auf dem Parkplatz auf jeden Fall. Auf dem Parkplatz, der so zugänglich ist, dass da keine Beschränkungen sind. Ja, also ich meine, das gibt's natürlich jetzt nicht dort. Aber links auf der anderen Straßenseite von dem Plan, ne? Da wäre der Parkplatz vom Betrieb so. Das wäre jetzt theoretisch auch nicht mit Beschränkungen. Da gibt's ein Links- und Rechts-Zufahrtszaun und keine Kameras. So, der Zaun ist halt undurchbrechbar mit dem Auto. Das Einzige, was man halt machen könnte, wäre zu dem Schloss gehen und diesen Code benutzen, den ihr besitzt. Ich lasse einfach das Auto so einem 5-Minuten-Kreis fahren. Das ist natürlich eine Sache, die funktioniert, ja. Kluger Mann. Dann geht ihr zu dem Zaun. Ja. Da fährt jetzt eine Müllfässerdrohne gerade hin, holt da Müll, fährt dann auf den Müllplatz, stellt die ab und fährt dann in ihre Garage. Dann wissen wir ja ungefähr, was da passiert zu bestimmten Zeitpunkten und wir passen einen günstigen Zeitpunkt ab und eröffnen den Zaun. Ihr öffnet den Zaun. Er ist eröffnet. Okay. Wir huschen hinein und lehnen das Ding wieder an, dass man auf den ersten Blick nicht sieht, dass das Ding offen ist. Ihr würfelt Schleichen und ihr schick. Jojo hat auf körperliche Proben übrigens einen Würfelabzug. Au. Deswegen ist sie auch behindert, während der Asiate ist Schatten und Daddy immerhin... The Shadow. Und Daddy ist immerhin ein Trickster. Jodi, ihr macht euch vor... Bis zum unteren Ende von Punkt 19. Da, wo ich eingezeichnet habe? Ja. Da sind wir ja an ein Schloss. Wir wollten das scheiß Comic von dem Typen mitnehmen, oder? Das eröffnet sich ja automatisch. Nee, weil eine Spinne gerade da ist, könnt ihr das ja nicht, weil das dann Aufsehen erregt, hat er ja gesagt. Stimmt, genau. Hat uns aber Passwörter gegeben. Genau, ja. Wir können aber den Code benutzen. Ja. Tür geht auf. Jo. Dann horchen wir und gucken, ob da jemand ist. Nö, es sind nur die Fahrzeuge dort. Und dann rein. Dann huschen wir rein. Und gehen... aufpassend, dass keiner da ist, den Weg, der uns vorbestimmt ist. Schön doppeldeutig. Also Kaban in die Trunksucht, du in Mord durch Rache und Xu in die Spielsucht, ja? Im Verlust von allem Haus, Auto und Familie. Sehr gut. Also, seid angekommen. Wir eröffnen den Tank. Ja, an Raum 17. Wir horchen und eröffnen mit dem Code Raum 17. Das sind Tankgeräusche, so ein Motorengeräusch. Blub, 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 wir eröffnen blub, Raum blub. 17. Wir gucken, erst gibt's irgendeine Möglichkeit zu erfahren, was in Raum 17 ist. Nein. Nein. Dann eröffnen wir Raum 17. Ihr geht hinein. Ich bin drin. Es ist es sind mehrere Tanks, um genau zu sein. Die sind unter, dann hast du da so Leitern an der Wand hoch mit so einem Sicherheitsring außenrum, damit du dann oben auf diese Metall, wie nennt man das, Balustrade ist das nicht, dieses Metallskelett kommt, um dann zum Beispiel oben am Tank Deckel zu öffnen oder so. Dann sieht alles so aus, als könnte man damit tatsächlich was machen. Sind da Leute? Da sind keine Leute, nee. Dann sollte, ja. Ich kletter da hoch. Ist Kaban dafür geeignet oder ist der zu schwer? Weil da arbeiten ja eigentlich keine Orks. Der ist auf jeden Fall nicht so schwer, aber okay. Ich glaube, er wird, dieser Ring wird vielleicht zu eng für dich sein. Dann sollte das am besten Xu machen. Okay. Dann,
geht's los. Du kletterst nach oben. Maske wird aufgesetzt. Hä, hey, wir waren schon die ganze Zeit maskiert. Gasmaske. Also meine Spezialmaske. Ja. Coolness-Faktor ist soeben um 10 gestiegen. Ja. Dann gucke ich, was ich machen muss und ja, und dann hat er irgendwie diesen Überschreibungscode bekommen und dann öffnet sich der Tankdeckel und darin ist eine braune Flüssigkeit, relativ zäh und sie wird durchmischt. Braune Flüssigkeit, ich werde da jetzt Zeug reingießen. Ich hatte schon mal den Flur. Jo. Dann wird Dinge ergossen. Gasmaske ist an. Ah nee, warte mal, das war was anderes. Du kippst da das Zeug rein und dann wird das damit durchmischt und dann ist das erst so ein bisschen lila-braun, also dunkel-lila und dann ist das braun. Weil das Verhältnis ist ja immer noch ein bisschen komisch. Okay. Dann wird sich nicht drüber gewundert, sondern Rückzug, schnell. Keine Scheiße hier bauen. Ja, wir verlassen den Laden. Ihr geht zurück in den Gang. Ihr seid unten bei der 19 angekommen. Hört von der anderen Seite Motorengeräusche. Ich sage nicht, dass ihr auf dem Präsentierteller sitzt, aber ihr sitzt in einem ziemlich langen Gang. Okay. Wir sind bei der 19, oder? Ja, auf der linken Seite quasi. Okay. Fuck it. Von wo kommen die Motoren? Na, von der 19 ist ja die Garage für die großen Autos. Genau. Ach so, scheiße. Dann wird sozusagen der Code für den Rigger angewandt. Wofür? Um nochmal auf die Kameras zu schauen, was da drin los ist, vielleicht. Das können wir doch gar nicht. Wir haben den Code für die Kameras. Ja, aber das Schloss hat kein Display. Und okay, ins System rein kommst du mit nicht nur festverdrahtete Dinger. Okay. Also das Schloss hat ein Display, aber keins, was Kamerasachen ist. Ist da ein Auto oder sowas? Steht da ein Auto, in das wir rein können? Habt ihr die Tür aufgemacht? Ich weiß nicht, wo wir jetzt sind. Ich mach die Tür. Warte, ich malte jetzt ein, wo ihr seid. Da unten, wo das Schwarze ist. Da seid ihr. Dort, wo die 19 ist. Da stehen immer diese Tanklaster, wo dann die Flüssigkeiten, also die stehen dann nur, die fahren dann raus, fahren zur 23, holen sich ihre Geschnodder ab und fahren dann damit weg. So, von der 19, dort, wo halt diese Wagen stehen, die Motoren besitzen, dort hört ihr Motorengeräusche. Okay, dann wird gewartet. Jedenfalls von mir aus. Wie lange wurde denn warten? Naja, so ein Auto sollte ja nicht lange drin stehen. Wie lange hatten beim letzten Mal so ein... Wir haben doch einmal einen beobachtet. Wie lange hat denn das ungefähr gedauert? Je nachdem, wenn die sich erst noch ihren Sitz einstellen und dann noch ihr Frühstück verpacken dort im Handschuhfach und dann nochmal in den Sessel furzen und so. Ah, das kann schon mal 5 Minuten dauern, bis sie rausfahren. Dann husten wir zurück in den Tankraum so lange und warten dort. Wollen wir in die 18 noch? Wenn wir können über die, vielleicht über die andere 19 raus. Unwahrscheinlich sind Drohnenlager. Stimmt. Dann sollten wir da rein. Ihr geht ins Drohnenlager. Also, da sollten ja jetzt Drohnen drin sein, ne? Ja, das wäre gut. Am besten keine schweren Drohnen, die man vielleicht in so eine kleine Tasche packen kann. Du kleiner Schlingel. Nee, da sind auch Drohnen drin, tatsächlich. Arbeitsdrohnen. Aber der erfahrene Rigger sieht, dass die massiv abgespeckt sind. Zum Beispiel, so eine Reparaturdrohne, da wurde einfach die Hälfte der Werkzeuge weggelassen, weil du wärst schon teuer und scheiß halt drauf. Ist aber trotzdem noch was wert, so eine Reparaturdrohne? Ja, aber so eine Fabrikatur-Reparaturdrohne ist ungefähr so groß wie ein Mensch. Okay, dann eher nicht.
Wir verstecken uns irgendwo zwischen den Drohnen und warten, bis die Motorengeräusche aufhören. Ist da noch irgendwas Tolles, was man mitnehmen kann vielleicht? Die Sache ist die, da musst du mehr machen, als dich umgucken. Da müsstest du da ein bisschen rumlaufen drin. Naja, wenn da drin eh niemand ist. Jodi, da kannst du mir schon mal Wahrnehmung und Intuition würfeln und irgendjemand von euch Lappen würfelt mir, der mit dem meisten Edge würfelt das. Nee, warte, irgendjemand von euch würfelt mir den Durchschnitt eures Edges. Der ist? 5 plus 3 sind 8 plus 2 sind 10. Du hast doch 2, oder Didi? Klar hast du 2. Genau. Das sind 10, also sind das 4. 2 Erfolge. Und gar nicht. Danny. Also, Leute, es verhält sich erstmal so. Du chillst ein bisschen in dem Raum, passiert nichts, scheiße, langweilig. Hier, vielleicht gibt's was Wertvolles. Oder drüben, da ist doch was. Da habe ich doch was gesehen. Es gibt ja auch kleinere Reparaturdrohnen, die dann, keine Ahnung, so, weiß ich nicht, so groß sind wie eine fliegende Untertasse. Also, aber jetzt halt Untertassen groß. Gehst da hin, guckst dir das an, die ist jetzt in so einem kleinen Kasten, muss man da erstmal und so weiter, also den Kasten öffnen. Dann! Während du da stehst. Ich öffne keinesfalls einen alarmgesicherten Kasten, ich bin nicht wahnsinnig. Nee, das ist ja nicht alarmgesichert, so eine Verpackung quasi, so ein Aufbewahrungskasten, dass dir da nichts passiert, Staub oder was so eine Drohne passiert. Dann aber in diesem Moment öffnet sich die Tür und wild knutschend kommt Dude 1, seines Zeichens Hausmeisterverschlag, und Dude 2, ihres Zeichens Chemikantin herein. Und er hat quasi schon die Hand unter ihrem Arbeitsschutzkittel und sie hat die Hand schon quasi wild in seinem Haar vergriffen und du würfelst jetzt mal Reaktion und Schleichen zu. Ich war doch gut mit Schleichen. Ich bin der Verteidiger. Ich versteck mich. Gut, dass die auch abgelenkt sind und so. Ja, also nach meinen Regeln sind die ja der Verteidiger, weil du dich theoretisch aktiv du schleichst ja nicht an ihn vorbei. Naja, du bist der Verteidiger. Ich bin heute nicht so. Denn es passiert ja erstmal Folgendes. Du hüpfst geschmeidig wie das Kätzchen, das du bist, hinter Gabelstaplerfahrer Klaus. Also nur den Gabelstapler. Und die beiden vollziehen den Akt der Liebe. Das Wunder des Lebens. Auf dem Gabelstapler. Naja, drangelehnt quasi. Also sie hat dann quasi die Hände drauf gestützt und also ich meine, ich sag mal so. Der gute alte Büro-Quickie ist natürlich nur ein Quickie, wenn er unter 5 Minuten dauert. Vor allen Dingen rechtliche sehen. Die nehmen sich schon 12 Minuten Zeit. Na dann? Dann beschwert sie sich noch 2 Minuten, dass er nicht rausgezogen hat. Und sie kein Taschentuch dabei hat. Und dann gehen sie hoffentlich. Weil dann zieht sie sich erstmal das Höschen hoch. Und er macht... Dann wird er mal kurz hier knutscht. Inniglich und sehr geil. Du stellst mich gerade auf eine große Herausforderung. Wieso das denn? Bist du etwa auch? Vielleicht ist sie ja nicht so. Auf jeden Fall los. Haha, Fallos. Auf jeden Fall los, also. Wird sich darüber nochmal kurz unterhalten, dass man das nicht mehr machen kann und dass man damit aufhören muss. Scheint ein Ritual zu sein. Ja, werden sie raus. Die sind noch nicht draußen. Dann wird sie quasi schon mal vorgehen. Man müsste ja einzeln eigentlich hier trennt rausgehen. Im letzten Moment, aber wenn sie die Tür, die Hand schon an der Klinke hat. Denn innerhalb dieses Gebäudes, es ist ja eher das RFID gesteuert. Also wenn sie den Arm schon ausstreckt, um in Reichweite des RFID, wird er dann sagen, Janine, ich will mehr. In diesem Moment wird sie natürlich innehalten und sich geschockt umdrehen. Die beiden werden 20 Minuten darüber reden. Er wird dir ihre Liebe mehrmals hier stehen. Es wird unbequem in euren Versteckpositionen, ich sag das nur. Entdecke ich langsam mal vielleicht doch irgendwas anderes Interessantes.
Ja, ich sag mal, wenn du aufstehen willst und suchen, kannst du das machen, aber jetzt sind sie nicht mehr so abgelenkt. Du hast gerade ein wunderbares Soap-Programm. Ja, ich mag's. Auf jeden Fall scheint sie der ganzen Idee eher abgeneigt und am Ende wird sich heftig gestritten, weil herauskommt, dass sie den Arbeitsquickie mit dem Hausmeister zwar okay findet, für alles weitere, tiefere und tollere, allerdings findet, dass seine Stellung ihrer nicht angemessen ist. Okay. Ich hab verstanden. Da wird er wie eine Zicke hinausgehen, die Tür zuschlagen und dann wird auch sie 5 Minuten später gehen. Ihr wart jetzt eine halbe Stunde da drin. Okay, ist das Auto weg? Na, keine Ahnung, erstmal musst du ja rausgehen. Okay, dann schnappe ich mir das, wofür ich gekommen bin, weil dafür habe ich jetzt 45 Minuten gewartet. Hey, ist von einer halben Stunde, auch wenn es dir vielleicht länger vorkam. Hey, du hast eine coole Reparaturdrohne, die ist so untertassen groß und du kannst damit viele kleine Sachen vor allem machen, toll, viele Sachen flicken. Ist echt schön. Cool. Auf zur Tür. Und zwar schnellen Schritt. Kein Wart. Wir warten noch 2 Minuten, nachdem die wechseln. Die sind ja von woanders wieder zurückgegangen. Gibt's ja wahrscheinlich einen anderen Eingang. Die werden vor allem hoch zu ihrem Arbeitsplatz gegangen sein, in die andere Richtung. Ja, die werden einen anderen Gang genommen haben. Also, auf zum Gang. Jojo verzieht das Gesicht, als sie aufsteht. Es knackt. Tja. Ich habe leichte Schmerzen in meinem Oberschenkel. Egal. Los geht's. Ich gehe, ich mach die Tür auf. Ist ja vermutlich so eine Schiebetür oder so. Ja. Und guck da mal raus. Da ist nix. Oder meinst du schon bei den Fahrzeugen? Achso, da ist auch nix. Okay, dann. Wenn es Zeit ist, dass ich eine Nachricht schicken muss, werde ich das übrigens tun. Dort drin. Das wäre dumm, du hast recht. Und wäre es noch nicht ganz, du hast noch ein paar Minuten. Auf jeden Fall, geht dann zu den Fahrzeugen. Da fehlt jetzt eins. Ja, okay, dann wird das Tor öffnet. Und die Beine in die Hand genommen. Dann müsstet ihr mir jetzt nochmal schleichen würfeln. Und Geschick. Ich benutze Edge. Auch Carbon scheint etwas steif zu sein. Nein, ich habe Edge benutzt und dementsprechend bin ich graziös wie eine Elfe. Wow. Du bist graziös wie eine Elfe. Deswegen wirst du entdeckt. Auf jeden Fall los. Kommt hier raus, alles safe. Und wird wieder durch ein Tor, durch dieses Türchen rausgegangen, also durch den Zaun. Gut. Und in sein Auto, ich schicke die Nachricht. Gut. Ja, und dann wird Gummi gegeben, und zwar ganz normal. Weil es sieht nicht danach aus, als wäre hier Polizei, das Militär oder die Stasi angerückt. Ja, warte mal, die Stasi, das ist ja quasi Carbine, das weißt du noch nicht. Aber egalus, ihr kommt da weg. Okay. Und ich gehe jetzt mal kurz pissen. Sehr gut. Holy shit. Warte irgendwie die ganze Zeit noch auf das dicke Ende. Der Wagen explodiert. Das wäre super. Ich wollte eigentlich noch nicht sterben. Aber das wäre ein Ende. Das war aber noch nicht geplant. Ja, auf jeden Fall. Ich muss pinkeln. Ich gebe ihn. Ja, ich auch. Jodi, was kommt als nächstes, Kinder? Es wird geflohen. Okay. Und die Drohne wird wieder eingesammelt. Okay. Und dann ist meine Aufgabe erfüllt. Wir verbringen noch einen Tag oder so woanders oder einen halben und fahren dann zurück. Okay. Kriegt Jigor noch eine Nachricht von uns, oder? Ja, Jigor kriegt eine Nachricht. Was steht denn da? Alles I.O. Okay. Dann werdet ihr eine Nachricht zurückgehalten. 5 Minuten später treffen. Morgen Abend Adresse wird dann gegeben. Das ist ein Parkhaus.
unterstes Untergeschoss. Okay. Okay. Jojo wird ihren Bruder darüber informieren. Und ich schätze mal, dann werden wir zu gegebener Zeit an gegebenem Ort sein. Schön! Also, Kinder. Ihr fahrt da runter, easy, easy, kein Ding für ein King. Die Igor wird da sitzen, mit einem Tisch, der für ihn hingestellt wurde, allerlei Ordnern und seinem Füllerchen. Hinter ihm steht der Magier sowie drei andere Dudes. Da wird einer der Dudes auf sein Auto treten. Gib mal den Zugang. Auf wessen Auto? Hä? Mit welchem Auto seid ihr gekommen? Mir ist egal, mit welchem Auto ihr gekommen seid. Achso. Ich würde sagen, eher mit einem Taxi, oder? Nee, wir werden mit Sicherheit mit einem Auto gekommen sein. Dann vermutlich wenn keiner von euch wollte, dann sind wir zur Not mit Jojos Wagen gefahren. Dann wird er auf dich zukommen. Kriegt er den Zugang? Dann fährt er damit weg. Ja, in dem Auto war nichts drin. Das ist gut. Igor sitzt da und notiert wieder Dinge. Wir warten. Das ist schön. Nach einer Weile wird er aufsehen, seinen Füller zusammenschrauben. Euch heranwinken. Wir kommen heran. Sie haben es nicht erledigt. Doch. Die Chemikalie in den Tank gekippt. Wie gefordert. Er nimmt kurz sein Kommling, guckt nochmal etwas nach. Das kann nicht sein. Es ist aber so. Ach, Daddy war gar nicht da? Nee, ich war noch auf Blöde. Oh, Entschuldigung, das wusste ich nicht. Ihr habt euch mit Igor getroffen, seid im Parkhaus unten, ein Typ ist es mit Jojos Auto weggefahren und er wirft euch gerade vor, dass ihr es nicht gemacht habt. Jojo sagte, wir haben's gemacht. Er sagt, das kann nicht sein. Jojo sagte doch. War ziemlich krasser Shit, war echt dicht und deep. Ja. Kaban könnte noch eine Wiedergabe, dass wir jedenfalls drin waren und an dem Tank. Mit seinen eine Aufnahme Augen gemacht? Er macht doch Aufnahmen mit seinen Augen, also eigentlich. Ist das so? Behältst du die, nachdem das geschafft wurde? Um Beweise zu haben, dass du irgendwas begangen hast? Für gewöhnlich nicht, aber... Ist ja noch kein Tag her. Vielleicht hat er es ja noch nicht gelöscht. Ja, damit die Leute Beweise bei ihm finden, dass sie ihn einbuchten können. Ich verstehe. Das macht Carbon also, das werde ich mir fürs nächste Mal aber merken. Anscheinend habe ich sie schon gelöscht. Mhm. Verdammt. Nun, wir haben da ein Liebespärchen, der wüstwasch gevögelt hat. Also vielleicht kann man die erpressen und fragen, ob die da wirklich in dem Tag gevögelt haben und sich über ihre tollen Eskapaden unterhalten haben, ob sie es machen wollen oder nicht. Es war ein Hausmeister und eine Chemikantin, wie hieß die noch? Leute? Wisst ihr den Namen noch? Keinen Namen, spielt aber auch doch, keine Rolle. Doch, sie hat einen gesagt. Er hat einen Namen gesagt. Die haben sich ja lange unterhalten. Die haben sicher zwei Vornamen gesagt. Nee, nach dem einen Mal wurde viel du gesagt. Ihr habt's vergessen, es war unwichtig in dem Moment. Ihr wart angespannt. Spielt auch in also dem Moment überhaupt keine Rolle. Es ist völlig egal. Er wird, einige Ordner öffnen, einiges nachschlagen. Er wird Dinge notieren. Der Magier wird einen Schritt auf euch zutreten. Was genau haben sie vorher für eine Nachricht geschickt? Noch einmal? Sie hatten dem Zahn irgendetwas geschickt, bevor er sie aufgefordert hatte, zuzuschlagen. Wir hatten geschickt, dass diese ganze Anlage ein Honigtopf ist. War. Ach, wirklich? Ja. Woher? Jojo zeigt ihm jetzt das Video.
Yegor ist gar nicht dabei. Doch, Yegor sitzt da auch. Yegor wird jetzt auch aufschauen. Das kann aber nicht sein. Der Mann hat nicht gelogen. Und kam der Befehl zum Weitermachen. Der Magier wird jetzt auf Yegor zutreten. So 2 Meter davon weg stehen bleiben. Die anderen beiden Dudes werden ihre Waffen auf euch richten. Aber einer hebt noch die Hand von wegen, bleib bloß ruhig, ihr heißen Schweine. Und dann wird der Magier eine Fratze entwickeln, die man als Pinocchio-esque quasi interpretieren könnte. Seine Arme komisch verkrümmen wie die Augsburger Puppenkiste. Und dann wird Yegors Gesicht anfangen zu zittern, ihm wird ein wenig Speichel herauslaufen und dann wird er seinen Füller aufschrauben und ihn sich ganz langsam ins Auge drücken. Ins Rechte! Und zwar bis zum Anschlag. Jojo guckt sich das sehr interessiert an. Das ist übrigens gegen deine Tradition, falls du dich entsinnst. Das stimmt. Du hast absolut recht. Moment. Yegor ist gar nicht Yegor, sondern der Magier ist Yegor. Sehr witzig. Nein. Nein, der Magier verrät ihn gerade einfach nur. Nein, der Magier übernimmt einfach nur den Laden, den er offenbar nicht mehr führen kann. Oder so. Warte, was war das nochmal? Du musst mir schon sagen, was du willst. Das war gerade mein Willenskraftwurf. Bei Jojo zeigen sich gerade auf jeden Fall schon Anzeichen von Magie. Okay, dir wird ins Bein geschossen. Dann nicht mehr. Das dachte ich mir. Ich gucke etwas besorgt zu Jojo und lege in der Hand auf, so von wegen so. Das ist vernünftig und da spritzt Blut aus dem, läuft Blut aus dem Oberschenkel. Also Game on, habe ich gehört, oder? Was soll der Scheiß? Das ist nicht eure Sache, ihr Ficker. Es geht gegen ihre Tradition. Deswegen hat sie vielleicht etwas überreagiert. Maul halten und Finger weg von ihr. Ich werde ihr nur die Wunde besorgen. Nein, Finger weg von ihr. Man wird warten, bis der Magier fertig ist, ihm das ins Gehirn zu treiben. Da wird er sich zu euch umdrehen, er sieht sichtlich erschöpft aus. Der Magier oder? Der Magier. Yegor ist ja tot, also der sieht nicht ganz so erschöpft aus. Okay, dann dann schauen vermutlich gerade die Wachen den Magier an, oder? Kurz? Nee. Die konzentrieren sich eher auf die Verrückten hier, vor allen Dingen, also hauptsächlich auf Jojo, weil das ist die Magierin und die hat schon komische Dinge gemacht. Wie weit stehen... sind jetzt sozusagen auf Jojo hat den Magier immer noch fixiert, soweit sie kann. Die stehen ungefähr 5 Meter von ihr weg oder so. Falls das die Frage war. Mhm. Dann kann ich an meinem Ärmel raus so unauffällig vielleicht eine Flashbang ziehen, so langsam? Du kannst es versuchen. Du musst dir bloß im Klaren darüber sein, was passiert, wenn dir das nicht gelingt. AKA, wir werden alle sterben. Das habe ich nicht gesagt. Der Magier sieht schon erschöpft aus. Ja, aber die beiden Wachen plus alles, was die noch in Hinterhand haben, wird uns einfach umbringen. Momentan ist alles easy. Ich frage mal, wie viel hast du auf Fingerfertigkeit? Also Fingerfertigkeit. Ja. Ja gut. Wenn du es Englisch hast, dann Palming. Das habe ich nicht. Dann lass mir. Dann ist das High Risk, No Reward. Ich will mich nicht umbringen, okay. Das kann man halt machen, dann ist aber Kacke. Ja, das hätte von mir kommen können. Das war wieder so eloquent. 48.000 gute Worte von uns. Also. Schön. Die Zeiten ändern sich. Yegor hatte viel zu viel Nachsehen mit euch. Magie in meiner Gegenwart solltest du unterlassen.
Oder ich werde dafür sorgen, dass du nie wieder auch nur in dem entferntesten Kontakt mit dem Astralraum kommst. Sagt wer? Der Magier? Natürlich. Mhm. Sie schaut ihn einfach nur an. Und sie hat Schmerzen. Alle Geschäfte der Falcons sind jetzt mit uns abzusprechen. Alle Einnahmen sind uns vorzulegen. Wir werden unseren Teil nehmen. Euer Turf wird um ein Viertel verkleinert. Sowohl in Yoshneue als auch in Chofrino. Die IC-Brecher werden inkorporiert in unser Unternehmen. Das ist es fürs Erste. Wenn ich merke, dass auch nur der kleinste Finger gerührt wird, dass irgendwo auch nur das Quäntchen von Revolte seine hässliche Fratze zeigt, dann werde ich euch allen diesen Füller ins Auge rammen. Aber vorher werde ich dafür sorgen, dass ihr euch die Haut selber mit einem Kartoffelschäler vom Leib zieht. Ich werde mir stundenlang Zeit dafür lassen. Ich bin nicht dieser gefühlskalte und brechende Vollidiot, der soeben sein Leben verloren hat. Ich bin ein Mensch, der sehr schnell zu Emotionen neigt. Vor allen Dingen zu Wut. Bestellt das euren Anführern. Dann wird er über Jojo drüber treten, nicht ohne nochmal mit seinem Stiefel in ihren Oberschenkel zu rammen. Das schmeckt. Euer Auto ist zwei Straßen weiter. Und dann werden sie gehen. Ja, das kannst du aufgezeichnet haben. Matrix-Zugang hattet ihr aber bisher nicht. Das ist völlig in Ordnung. Also werdet ihr auch jetzt nicht einmal der Störer sein, vermutlich im Auto irgendwas. Naja, das ist alles gut. Ich wollte nur sehen, dass der Typ einen offensichtlichen magischen Mord begangen hat. Bist du die Polizei? Nee, wir lassen das live im Fernsehen einfach laufen. Ja und? Nur für den Fall. In den Nachrichten. Ja gut, also ganz dann ehrlich. Als nächstes der Nachrichtensender bombardiert oder so. Die Nachrichtensprecher wird gefunden, nachdem sie die Haut mit dem Kartoffelschäler von sich gezogen hat. Und wir daneben. Ja, das könnte auch sein, ja. Das ist nur so ein... Alter, wenn ich irgendwann draufgehen sollte, bist du mit auf der Abschlussliste der Polizei, die du bezahlst. Dann also, schicke ich das Horizon und die machen ein Action-Sim aus dir. Scheiße, warte mal. Jojo folgt diesem Subjekt mit ihrem Blick. Kalter Hass ist in ihren Augen. Aber das interessiert niemanden. Das ist nicht so schlimm. Das ist okay. Akzeptabler. Wisst ihr, was cool ist? In dem Auto, was da noch steht, da ist quasi auch ein Medkit drin. Ja, das werde ich jetzt garantiert nehmen. Nein. Doch? Nein. Ich sag mal so, als ob du dich gegen Kaban wehren könntest. Eben. Du hast so 5k oder so ein Shit oder 6. Nee, 5 vermute ich eher. Okay, dann. Das geht ja noch. Da habe ich ja nur einen Abzug. Ich kann mich selber heilen. Minus Essenz? Ich habe einen angefangenen Essenzpunkt. Also minus 2. Okay. Ist ein bisschen besser. Aber nicht viel. Dann wird weggefahren und investigiert und Panik geschoben. Ja, Panik geschoben. Deswegen. Wir fahren zu deinem Bruder, würde ich sagen, oder? Ja. Yep. Mhm. Und nimm deine scheiß Finger weg. Hast du das alles aufgezeichnet? Mhm. Gib mir dann gleich mal eine Kopie. Mhm. Sorry, aber... Sollte die irgendwo landen... sind wir alle tot.
die geht nicht ansatzweise irgendwo hin. Erstmal. Nichts gegen dich. Die kommt auf irgendeinen Chip und dann ist gut. Für den Fall, dass wir sie bei ihm brauchen. Wir fahren zum Ganghaus. Wir fahren zum Ganghaus. Wir sind beim Ganghaus. Wir sammeln Vlad ein. Ew. Bitteschön. Guckt sich das an. Niemand interessiert sich dafür, dass sie hier angeschaut wurde. Na, ja, warte mal kurz. Das schien wichtig. Ich habe übrigens ein Medkit hinter ihr hergetragen und ich durfte sie nicht. Also, ne? Ich trage das einfach nur mit mir mit. Hast du dich geheilt? Sie ist ja noch nicht fertig. Sie müsste noch. Sieht immer noch scheiße aus. Ja, bringen Sie mal zum Professor. Komm mit. Ich darf dich ja nicht anpacken. Hör einfach auf, mit mir zu reden, wie mit einem scheiß Köter. Was? Ich darf dich du nicht gehen behandeln? Du aus den Augen. Hey. So lieb zu ihm. Bitte. Willst du mich verarschen? Das ist mein Hund. Roger ist toll. Ich kraul Roger, während ich dran vorbeigehe. Dann bringe ich sie zum Professor. Juri, Didi. Ja? Weißt du, wie fest ihr gerade mit denen schon verbandet seid? So ein bisschen. Naja, die haben uns ja aber auf jeden Fall beim Deal angeschossen. Das weiß ich. Ja, okay. Das erklärt aber jetzt auch schon... Ja, sie hat gezaubert. Also jeder hätte sie angeschossen. Nee, das war das mit letzte Nacht, letztes Mal, falls du dich erinnerst. Ja, das weiß aber... Ach, die wurde beim Deal angeschossen. Jetzt weiß ich, dachte, du meinst Jojo. Und er und ja. Er dachte, du meinst Jojo. Ja, also wurde sozusagen eine von den Falcons angeschossen, eine von uns. Vermutlich wegen dieser Übernahme. Da lässt sich eine tolle Verschwörungstheorie draus spinnen. Ja gut, wir haben jetzt nicht so den Raum für Theorien. Also, jo, ich weiß ja nicht viel von eurem Verein, aber ich weiß, ihr wollt irgendwie die Welt geil machen und ihr wollt die ganzen dreckigen Lohnsklaven ein bisschen wachrütteln, aber ihr wollt denen keine klatschen, sondern ihr macht das mit der Matrix. Okay, so. Ja. Fuck you, Konzerne. Aber das, was der da macht, ist das, also wie ist denn das so mit eurem, also wird das gut so oder wird das eher nicht so? Was meint er jetzt? Ist ein bisschen verwirrend. Ja, das ist er. Also ich meine, der Typ, das ist ja jetzt der neue Chef. Ja. So, der hat jetzt gesagt, die IC-Brecher gehören jetzt zur Wari. Richtig. Genau, leider. Das ist ja gar nicht das, was ihr mal gewollt habt, ne? Ja, das gibt schon einen kleinen Krieg innerhalb der Gang. So, ihr werdet ja aber jetzt auch keine Wahl haben. Ja. So, das kann ich verstehen. So wie wir ja auch vermutlich ein Viertel im Norden und im Osten abtreten. So, aber wenn jetzt zum Beispiel wir uns gegenseitig ein bisschen im Geheimen auf dem Laufenden halten würden. Ne? Das wäre ja schon mal was wert. Meine Idee wäre vielleicht noch mit Demian mit einzubeziehen. Der scheint... Vielleicht noch vertrauenswürdig, in Anführungszeichen. Ja, keine Ahnung, Alter, ich hab den noch nie gesehen. Das ist erstmal Punkt 2, aber um den kümmern wir uns auch noch. Warte, erstmal das eine. Denkst du? Also ich meine, du stehst vor mir, keine Ahnung, aber denkst du, dass der Rest von euch, wenn ich vorschlagen würde, wir halten uns gegenseitig im Stillen ein bisschen auf dem Laufenden und checken erstmal die Lage. Dass sie mir dann in den Rücken fallen und ihre kleine Drecksbande dem neuen Chef da Bescheid sagt. Unwahrscheinlich. So. Ja oder nein? Nein, eigentlich nicht. Na gut, ich werde mir da was überlegen. Pass auf, wir machen das so. Du hältst dein Maul.
Das, ich komme vielleicht noch irgendwann auf die zu. Jo. Also auf deine Leute und dich. Aber ich muss sicher sein, dass ihr das auch nicht geil findet. Das kann ich aber jetzt nicht. Das verstehst du ja. Jo, verstehe ich soweit. So, okay. Das mit diesem Damian. Ja. So, die beiden hier, die hatten eine ganz solide Meinung von dem. Ja, es scheint relativ vertrauenserweckend zu sein, aber naja, man weiß heutzutage nie. Nee. Okay, so die sagen, der ist okay, du sagst, der scheint okay. Ihr habt ja auch noch nichts mit dem gemacht. Wir hatten jedenfalls ich hatte jetzt zum ersten Mal mit ihm zu tun und der schien eigentlich relativ sympathisch. Also ich kenne ihn jetzt nicht näher. Na, du hast ja vorgeschlagen, den könnte man vielleicht mit ins Boot holen, das heißt, du vermutest, dass der auch nicht so begeistert von der Sache ist. Naja, der ist allgemein mit der Situation momentan auf jeden Fall nicht begeistert. Schon davor, wo wir angeschossen wurden. Okay. Also ich weiß jetzt nicht, wie jetzt seine Meinung sich jetzt geändert hat, weil weiß man ja nie, aber... Naja, das Ding ist, wir haben jetzt gerade noch einen Zeitvorsprung. Bevor der Typ jetzt erstmal die Wori organisiert bekommt, kann der ja gar nicht auf all die anderen ganzen Gangster und Gangs zukommen und denen sagen, ihr leckt mir jetzt die Stiefel. Das heißt, es kommt vielleicht ein bisschen später. Das heißt, wenn wir vorher schon mal sagen, okay, wir drei, wir IC-Brecher und wir Falcons und dieser Typ da, wir sind schon mal zumindest so weit, dass wir alle uns ab und zu mal was ins Ohr flüstern und uns erstmal nur auf dem Laufenden halten, damit wir alle nicht ganz am Arsch sind. Das wäre ja schon mal was. Ja, das wird nicht im Kartoffelschäler enden. Das nämlich. So. So, Damian ist im Süden, ihr wart eigentlich auch immer im Süden. Mhm. Wir sind im Norden und im Osten. Das heißt, es wäre gut, wenn ihr euch mit dem in Verbindung setzt, oder? Und die Lage abcheckt. Auf jeden Fall, ich werde mal mich besprechen und investigieren und so weiter. Kriegen wir schon raus. Ich melde mich. Jo. Hauptsache Vorsicht. Ja, aber klar. Das musst du ja erstmal mit deinen Leuten abquatschen, so, ne? Mhm. Okay, wir müssen uns davor uns auch erstmal nicht mehr sprechen, glaube ich. Das ist vielleicht nicht so gut. Also wenn, dann müssen wir mal gucken, dass wir uns irgendwo treffen, wo keiner hinguckt. Ja, genau. Gut. Okay. Dann wird gegangen und losgefahren und in Safe House eine Nachricht über sozusagen wieder dieses Trideo gesendet. Hm. Die irgendwie sowas aussagt wie brauche Supervisor oder sowas. Bitte nochmal. Die irgendwie sowas ähnliches aussagt, wie brauche Supervisor. Okay. Need technical support. Das gefällt mir. Genau. Jo, nach ein paar Stunden wird dann jemand kommen. Hier wird, Cheng. Cheng ist es doch, ne? Ja. Okay, dann wird der vermutlich kommen. Roomservice? Ist das dieser technische Support, den ich gerufen habe? Achso, ja, das ist er. Okay, dann wird geöffnet. Hallo. Ja, reinkommen. Moin, Alter. Gut, dass du gleich rumgekommen bist. Seid ihr fertig mit dem Ding? Ich hab irgendwie schien es abgeschlossen. Nennen wir es so, es wurde ein neues Kapitel eröffnet. Und ich würde sogar sagen, Kapitel in ganz Moskau. Hä? Ich schilder ihm die Situation mit dem Treffen nach dem Job. Und mit wem wir zusammengearbeitet haben. Erzähl ihm dann auch langsam von dem, was er gesagt hat und was passieren soll und vom Kartoffelschäler. Oh
Okay. Erzähl ihm auch das von den Pelicans. Ja, das auch. Ach Gott, du wirst langsam wahnsinnig, diese Stimme von dem versoffenen Typen in deinem Ohr. Ja, das kommt davon, dass ich so wenig Glücksspiel mache. Das stimmt nämlich. Wenn die wenigstens mal deutlicher reden würde, diese komische Stimme, aber die lallt ja nur. Ja, dieses Headset, dieses neue ist auch ein Problem. Auf jeden Fall. Okay. Es könnte auch sein, dass ich angetrunken bin. Okay, noch kam bei uns nichts an. Macht euch bereit für, ne? Naja, dann erzähle ich ihm halt von dem, was ich vielleicht mit Alex besprochen hab. Vlad. Aber ist egal. Weil es ja nicht für uns steht, sozusagen. Für unsere Werte. Die Sache ist jetzt halt die. Die Falcons stellen sich öfter mal da so, als also Leute, die besser so, die Kumpeltypen, die Gänger-Kumpeltypen, die aber so, hier, Alter, ich bin aber ein Typ, der auf jeden Fall dann auch sich anders hält, was er sagt und sonst shit, ne? Aber in der Situation kann uns ja jetzt jeder Wichser in den Rücken fallen. Das heißt, meinst du, der liefert uns aus, um sich bei dem neuen Typen gut hinzustellen? Und sagt uns aber vorher, wir machen das so? Oder ist das einer, der vielleicht auch so sehr in seinem Ego angegriffen ist, dass er wirklich das mit uns macht, die, um sich selber so gefühlt zu werden? Müssen ein Viertel ihres Turfs abgeben. Das ist ja, stimmt. Weltuntergang für die. Alter, das ist ja ein Viertel ihrer Eier. Ja. Soll auch noch irgendwie sich um einen guten Teil handeln. Vor allen Dingen ist es gar nicht so großes Dorf. Ja. Das ist ganz schön groß, meine ich. Das heißt, der Teil, der wegfällt, das ist ja ein richtig viel Geld auch nochmal und richtig viel Ressourcen. Ja. Du sagst, es ist eher schon so heftig, dass sie das wirklich meinen, was sie da erzählt haben. Die haben Shigor mit einem Stift in sein Auge gerammt. Ja, das stimmt. Die Warriors sind im Krieg ziemlich auseinandergebrochen. Und so wie ich das verstanden habe, konnte er einfach, der hatte auch einfach am Ende kein Geld mehr und konnte seine Leute nicht mehr auseinanderhalten. Das heißt, der Neue muss kommen. Aber jetzt geht's ja um die Zukunft. Ich meine, der Typ ist tot. So. Es ist ja jetzt wichtig, wenn wir jetzt sagen, damit er uns nicht zu sehr in den Arsch fickt, haben wir Freunde. Was ich von dir wissen muss, glaubst du, dass diese Gang da oben wirklich Freunde sind? Ehrlich gesagt, ja. Okay. Okay. Gut. So, wir müssen das mit diesem Demian irgendwie hinkriegen. Ja, das wäre vermutlich sinnvoll, weil Bündnis zu zweit ist irgendwie relativ schlecht. Erstens das und vor allen Dingen zwischen unserem Gebiet liegt einfach eine Welt. Und zwischen uns und Demian liegt einfach ein Katzensprung so. Ja, ich mag's ja schon von denen ihrem Gebiet bis zu dem Safehouse hier, dauert ja schon fast 1,5 Stunden, bis ich hier bin. Ja. Und es ist das nächste. Ja. Okay, folgende Reihenfolge. Du setzt dich mit Demian in Kontakt. Wir spielen erstmal alles mit. Wir wissen ja offiziell erstmal von nichts. Obwohl ja. Eigentlich war es schon so, als hätte er gewollt, dass du uns das sagst. Okay, das heißt, wir werden uns ihm ein bisschen anbiedern. Damit, ne, also der hat es dir ja gesagt, damit du es uns sagst, also erwartet er, dass wir jetzt was machen, also werden wir uns ein bisschen anbiedern. Ja, er wird auch erwarten, dass wir irgendwas dagegen unternehmen, weil wir es nicht kampflos hinnehmen, vermutlich, oder? Das weiß ich nicht. Na, der Typ ist voraussehend, der hat gerade eine ganze Organisation übernommen, also.
Aber die hat gebröckelt unter der Herrschaft. Das Ding ist, jemand wie Yegor ist übel gut in Friedenszeiten, weil dann kriegt jeder Geld und kriegt jeder ein bisschen mehr Geld als sonst. Aber im Krieg, der ist einfach nicht der charismatische Anführer, der seine Leute zusammenhält, sondern der ist jemand, der auch ganze Gruppen seiner Leute in den Tod geschickt hat, weil es für ihn günstiger kam, um seine Ziele da im Krieg zu erreichen, um was weiß ich. Die Sache, wie Florina gestorben ist, dafür hat er einfach 15 seiner Leute gekillt. Und weißt du, das hasst natürlich die Vori, das ist im Krieg nicht so geil. Ja. Ich meine, der Typ ist immer noch nicht zu unterschätzen, aber ich glaube, wir sollten auf jeden Fall trotzdem uns erstmal irgendwie anbiedern. Habe ich eigentlich einen Namen von dem, oder? Nee, den hatte ich nie eingegeben. Okay, dann würde ich ihm den Typen mal beschreiben, vielleicht sagt er ihm ja was. Der Magier, der immer bei ihm ist, ne? Ja, genau. Okay. Jo. Es sind halt auch immer die Typen, die dir. Na egal. So, wir werden uns anbiedern. Du machst das mit Damian klar. Zumindest anfänglich, ne? Meine Vermutung wäre auch noch, dass er Nietzsche getötet hat, damit wir gelähmt sind während dieser Zeit. Was auch ziemlich viel Sinn machen würde. Das würde auch bedeuten, dass er die Hacker von Yegor gegrillt hat, damit der auf uns angewiesen ist, weil wir... Ja. Es baut sich ein Bild auf. Okay, du machst das mit Yegor klar. Wir bieten uns erstmal an. Ja. Und dann kommt doch bald Einweihungszeremonie, dass du mal richtiges Mitglied wirst. Okay. Das ist so der Kurzplan. Ja, Überlebensplan. Naja, unsere Leute werden nicht begeistert sein. Fuck, Alter. Okay, ich mach mich los. Ja klar, versuch noch so viel zu drehen, bevor irgendwie, ne, der Typ aufschlägt. Nee, wir werden erstmal ein paar Dateien vernichten. Ja, das ist sinnvoll. Okay. Ich melde mich die Tage. Ja klar, ich bin hier. Wenn ich in den nächsten paar Tagen irgendwie sterbe, ich habe nicht Selbstmord begangen. Oder hab einen Autounfall gehabt. Cool. Ich bin hier nämlich in diesem Raum. Okay. Und ich habe auch nicht vor, das Land zu verlassen. Ich sag mal, es wäre ein ziemlicher Dick-Move. Okay. Bis die Tage. Ja klar, tschüss. Dann geht er. Jo. Dann ist er gegangen. Oder bist du wieder ich gehe mal im Bett und schlafe. Schön. Nachdem ich die Tür verrammelt habe und den Schrank davor gestellt habe. Ja, der Professor wird Jojo diese Kugel da rausbasteln. Ach, die ist noch drin? Na, hast du die rausgeheilt mit einem Erfolg oder was? Nee. Ich habe nur dafür gesorgt, dass die Suppe ein bisschen weniger stark läuft. Ja. Und ein Erfolg, würde ich sagen, ist auch sowas wie Erstdesinfektion, ist auch immer nicht ganz schlecht. Stimmt, da war was. Schusswunden entzünden sich immer so schnell. Ne? So, dann wirst du irgendwann, wenn es einigermaßen besser ist, wirst du in die Kapelle gekarrt zusammen mit allen anderen. Ich kann auch selber laufen. Mit 5K. Oh, ich kann doch nicht selber laufen. Ah, nee, es sind ja nur noch 4. Siehst du, dann kann ich doch selber laufen. Ja, natürlich. So. Kriegst du aber eine schöne Unterarmstütze. Ist sie nicht so oder so schon verkrüppelt? Das kommt ja erschwerend hinzu. Ja. Ich hoffe, es war wenigstens dasselbe Bein. Ja, ja. Okay, wenigstens das. So, da wird Vlad sich hinsetzen, wird kurz den anderen skizzieren, was abging. Dann wird er kurz schweigen. Dann würde er eine Flasche Wodka holen, erstmal jedem in Becherchen eingeben. Ah, lecker Wodka. Sehr gut. Ich liebe dich.
Da hast du jetzt deinen Flachmann. Ja, ja. Der ist doch schon wieder leer. Nach der Aktion? Ja. Aber okay, mittlerweile, das Gute daran ist, man verträgt ja jetzt auch mehr. Man ist also nicht sofort. Ich will jetzt keine Inselaktion. Und ich will jetzt, dass keiner die Eier rausholt. Der Typ wird irgendwann kommen und dann wird er uns die Vorhaut abschneiden. Aber wir sind halt auch eine Gang. Ne? Wir sind nicht oben in der Nahrungskette. Und deswegen lassen wir uns das Ding wegschneiden. So. Und die Leute, die auch leiden, mit denen halten wir jetzt Kontakt. Vielleicht ein bisschen mehr als vorher. Soweit ich weiß, haben sich im Westen die Asiaten, die hier in dem Ghetto waren, in dem Lehgebiet mit den Mauern, haben die sich da festgesetzt neben Xena. Soweit ich weiß, verstehen die sich beide nicht gut, aber ist egal. Wir strecken mal die Fühler aus, denn die wird's auch betreffen bald. So. Und da wir uns jetzt eh noch ein bisschen sichern müssen, dass nicht aus dem Südosten die fucking Red River Gang kommt, warten wir erstmal ab und machen ruhigen. Konstantin fährt nach Joffrey und du klärst es mit denen, ich muss jetzt hier bleiben. Und das ist es erstmal. Wenn jemand dolle Ideen hat, wie wir das in Zukunft angehen, dann macht das Maul auf. Aber nicht mehr heute, denn heute erwarte ich von keinem dolle Ideen. Sondern nur Scheiße. Deswegen nächste Tage. Und jetzt verpisst euch. Aber erstmal nehmen wir noch einen Schluck. Dann wird noch mal jemanden eingießen. Das ist gut. Wir haben bisher jeden Shit mitgemacht, Alter. Ihr wart. Ihr seid ja auch alle von hier. So. In Schaufrino haben wir auch schon ein paar Sachen überlegt. Überlebt, meine ich. Mein Vater hat noch miterlebt, wie es war, als die fucking Black Yetis noch gegen uns waren. Weißt du, wie es ist, wenn so eine Trollgang kommt? Das ist einfach nicht schön. Deswegen wollen wir das jetzt auch irgendwie überstehen. Aber nur, wenn wir einen kühlen Kopf bewahren, versteht er. Deswegen packen wir die Eier erstmal kurz ein und gucken, was passiert. Prost. Prost. Da wird er aufstehen, wird bei ihm vorbeigehen und ihm auf die Schulter kloppen. Und dann wird er sich in sein Zimmer verziehen. Und dann, der Tisch, ne, der wurde ja jetzt festgenagelt am Boden. Aber er hat ja Regale und so. Man hört, wie er einen kühlen Kopf bewahrt. Sehr gut. Jojo geht mal hinterher seinen Kopf kühlen. Gut. Anfang an.
seitdem die scheiß Kackbones über den Haufen gewumst wurden, hat Jojo nur rumgeheult und falsche Anschuldigungen getätigt und so weiter. Die hatte was gegen den armen Yikor. Nicht zuletzt wegen ihrer Einstellung ist er jetzt tot. Also doch eigentlich zuletzt wegen ihrer Einstellung, aber es ist immer noch ein Faktor. Der arme Kerl hat sich doch nur geirrt. Die denkt heute, wird das war sonst was. Der arme Kerl hat sich nur geirrt. Der dachte, das wäre doch eine richtige Anlage. Stimmt aber gar nicht. Und jetzt haben sie einen Salat. Wenn sie ihn liebreizend unterstützt hätte, so wie es mein Anliegen war, dann wäre das alles viel schöner verlaufen. Aber nee, die Schnitte will ja nicht. Ich hoffe, ihr lernt was draus. Ich überlege mir dann nächste Woche was. Bis zum nächsten Mal, ihr kleinen Zuckerkrusten.